Willkommen zurück zu Deus Ex 5690. 5690. Und genau, in diesem Tunnel geht es diesmal weiter mit 400 Fähigkeitspunkten. Wow. Wow. Strom. Komme ich da jetzt durch? Zuallererst würde ich gerne noch einen Blick auf meine Fähigkeiten werfen, weil ich gerade so viele Punkte wieder gekriegt habe in der letzten Zeit. Ich könnte Schwimmen erhöhen, ja, Nähe, Sprengwaffen. Okay, damit könnte ich meine. Okay, mit Lamps und EMP-Granaten. Andererseits benutze ich die so selten. Da benutze ich eher noch den Raketenwerfer. Was sind einfache Waffen? Ich kann die meisten Gegner mit einem. Achso, Nahkampf. Nee, da spare ich lieber auf nochmal Gewehre. Ich fürchte ja, das sind diese tödlichen Strahlen. Und um da durchzukommen. Was könnte ich da tun? Sicherheitssystem. Ocean Guard Kraken. Ocean Guard Kraken, okay. Das erklärt natürlich, warum ich da mit dem MJ-12-Hack oder Zugangscode da nicht reinkam, letztes Mal. Wo bist du? Wo steckst du? Keiner antwortet. Scheißtag. Genau. Ich widerspreche einfach mal nicht. Ich speichere nochmal und dann hoffe ich, dass die Blitze... Ja, okay, sie haben mich getroffen. Aber das war halb so wild. Ich dachte mir, das wäre schlimmer. Das hat sich nicht gelohnt. Das hier erinnert mich ein bisschen an Tomb Raider 3. Weiß auch nicht gerade warum. Was ist das denn? Tankwagen? Unterirdisch? Okay. Achso, genau, hier komme ich her. Ja! Die haben mich vielleicht gerade erschrocken. Was macht das hier? Ah, Strom! Damit hätte ich die wahrscheinlich auch grillen können. Das ist mir persönlich aber jetzt gerade... Ey! Ich sagte, das ist mir zu gefährlich! Ach, verdammt. Ah, klasse. Immerhin. Ach, das geht nur für eine gewisse Zeit. Okay. Puh, Glück gehabt. Komm ich da jetzt irgendwie hoch? Nee, das ist nur... Nee, Schütze. Da geht's weiter. Ah! Holy moly! Für den hätte ich mal den Strom anmachen sollen. Meine Güte. Was ist das denn gerade? Oh, ey, immerhin kriege ich hier eine Waffenmodifikation gegen Rückstoß. Das nehme ich mal auf die Pistole. Der Rückstoß im Nahkampf ist ja relativ irrelevant. Aber mit der Pistole snipe ich ja manchmal noch ein bisschen. Ich hoffe mal, das war jetzt der Schlüssel für da rein. Yep. Na ja, klar. Aber was gibt's hier noch? Na, nix. Ah, kein Tankwagen, sondern eine Fräse oder ein Bohrer oder so. Wahrscheinlich habe ich damit den Tunnel gemacht. Komme ich da irgendwie drauf? Nein. Vielleicht irgendwie rein? Nein. Uah! Ey! Ey! Diese
Viecher ständig hier. Wow, da ist ja noch einer. Wo kamen die denn bitte gerade her? Aha. Ich vermute mal, das ist die Strafe dafür, dass ich nicht geschwommen bin. Schwimmen ist vielleicht ein bisschen schwieriger als hier durch, aber dafür gibt es dort halt weniger Gegner. Nehme ich an. Naja, was soll's. Ich brauche schon wieder Energie. Meine Güte. Dann komme ich wohin? Unter den Gang, okay. Die Kamera ist aus. Ah, blöde Schlüssel. Ah, was? Wieder so eine... Situation in den USA verschlechtert sich, okay. Immer noch weiter. Das ist traurig. Ich könnte eine meiner 5 Lamps benutzen oder 2 meiner 16 Dietricher. Ich glaube, ich nehme die Dietricher. Und ich bekomme dafür ein Multitool. Naja, warum nicht? Jetzt habe ich von beiden gleich viel. So, wie kriege ich jetzt dieses Teil hier weg? Wahrscheinlich einfach so, ne? Ja, genau so. Wie denn sonst? Gegner? Nein? Vielleicht irgendwas unterm Bett? Das müsste ich drüben auch nochmal schauen. Wieder dieses komische Buch. Ernsthaft? Für 2 Dietriche? Nee. Nein! Ja, das wollte ich gerade vermeiden, indem ich ganz langsam Stück für Stück zur Seite gehe, während ich mit dem Dietrich daran rumbrache. Sobald man halt das Ziel aus den Augen verliert, wird es halt abgebrochen. Aber der Dietrich ist halt leider komplett verbraucht. Waffenmodifikation, Laser. Nee, auch die brauche ich nicht. Und die Silence Pistol. Nee, muss nicht sein. Die macht ja auch weniger Schaden. Okay, da komme ich jetzt noch weiter runter. Meine Güte. Ich wollte aber, wie gesagt, hier nochmal einen Blick reinwerfen. Zum Beispiel da rein oder unter die Betten. Aber nein, hier ist nichts mehr. Weiter nach unten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da hin muss. Ich muss ja nach Nordosten. Darüber. Ich würde gerne da rein. Aber bevor ich da jetzt runterfahre und hier gar nicht mehr zurückkomme, will ich auf jeden Fall noch hier oben den Gang fertig erforschen. Ja, hier geht's auch gar nicht mehr weiter. Okay. Hier gibt's mal wieder diese Schränke. Ah, eine Biozelle. Dankeschön. Chuck, die Zimmerpflanze. Nein. Ist es nicht wert. Ist nicht 2? Was? Wo kommt der denn her? Wow. Der war da wahrscheinlich dann hier drin, nehme ich an. Universalkonstruktoren, Theorien, Prinzipien und Praxis. Okay. Komplexe Designprobleme im Nanobereich. Die üblichen Nanokonstruktoren reihen Atom an Atom. Der UK reiht Millionen von Atomen in einem parallel ablaufenden Prozess zu viel komplexeren Materialien oder Mechanismen aneinander. Okay. Das ist ja lustig. Also doch so, wie ich vermutet hatte. Universal heißt tatsächlich Atom für Atom. Und, das, was man will, von dem Konstruktor zusammengesetzt. In dem Sinne ist es halt dann universal, dass man alles, was aus Materie besteht, daraus basteln kann. Aber naja, gut, man kann halt nichts Neues erschaffen, nehme ich an. Laden. Was haben wir da? Pfefferpistole. Ja, so ein bisschen schneller nachladen wäre ja gar nicht verkehrt, ne? Für die Schrotflinte.
Was haben wir hier? Ja, gerade die Schrotflinte, wenn man da so im Nahkampf ist und dann plötzlich das Magazin leer geht und dann die Gegner aber vor einem stehen oder um die Ecke. Aber ein Medikit. Ne. Nicht zwei Dietriche für ein Medikit. Ne. Aber genau, dieses schnelle Nachladen im Nahkampf, wenn die Gegner direkt bei einem sind, das kann, glaube ich, schon Vorteile. So, jetzt aber. Ab nach oben geht wohl nicht, also nach unten. Apropos nachladen. Den einen Schuss. Okay. So, was mache ich damit? Damit kann ich das wahrscheinlich wieder runterrufen. Also mache ich immer das gleiche wie bei dem Aufzug vorhin. Na, schade, nichts. Nichts, nichts. Oh, eine Granate. Kein Platz im Inventar für Gasgranate. Na, egal. Ich finde die Teile eh nicht so geil. Aber immerhin hat sie mich nicht getroffen. Hängt jetzt eigentlich in dem Level auch eine Gasgranate an der Wand? Nein, natürlich nicht. Ich hoffe, sie sind das bewaffnete Rettungsteam. Right hat uns reingelegt, all die nicht ertrunken sind, wurden von den Ungeheuern aufgefressen, die wir selbst erschaffen mussten. Schütztürme haben einige getötet. Und die Wissenschaftler sind wohl. Also ich nehme an, das sind die Wissenschaftler, sind ins Universalkonstruktorlabor geflohen. Zwei Laserlichtschranken. Okay. Und es gibt Spinnen. Das heißt, ich brauche die andere Munition. Sabbat-Granaten. Getan? Was habe ich getan? Da passiert doch gar nichts. Na dann. Muss ich ja auch nicht versuchen drüber zu springen, sondern kann einfach durchgehen. Ah, okay. Ey! So viel dazu. Ah! Aua! Okay. So viel dazu. Wie komme ich da durch? Mit dem Tarnfeld leider nicht. Schade. Ich könnte versuchen, drüber zu springen. Das wird aber angesichts mangelnder Kisten wahrscheinlich nicht klappen. Drunter durch funktioniert wohl auch nicht. Mist. Habe ich denn eine thermooptische Camo? Nein, habe ich nicht. Ich könnte versuchen, mit einer EMP-Granate das Zeug hier auszuschalten. Ah, jetzt habe ich es anaktiviert. Das war doof. Was ich will, ist das hier. Dann aber selber relativ bald aus dem Weg gehen. Damit ich da nichts abkriege. Ja, so gefällt mir das. Sind die EMP-Granaten doch sowas gut? Das ist gut zu wissen. Das wusste ich nicht, dass man die Schranken damit ausschalten kann. Da waren wohl dann diese Spinnen drin. Ich mag ja eigentlich Spinnen, weil ich Insekten nicht mag. Und Insekten Spinnen fressen. Spinnen Insekten fressen. So. Das heißt, wenn man Spinnen in der Wohnung hat, dann hat man weniger Insekten. Und weniger Insekten heißt besser. Aber diese Spinnen, die da so mit Blitzen auf einen schießen, die mag ich dann doch nicht. Ich frage mich, wie ich dieses Teil da kaputt kriege. Das ist so eine große Spinne, glaube ich. Das scheint ja noch nicht mal irgendwas anzuhaben. Uah! Meine Güte, nee, also mit Support wird das nix. Dann
nehmen. Ich habe hier eben große Geschütze. Ach, das war's schon. Haha, das ging ja einfach. Hat halt leider auch nichts mehr dabei für mich. Scrambler-Granate. Ja, hätte ich auch benutzen können. Wen haben wir hier? Keine neuen Nachrichten. Schade. Da ist doch wieder so ein Viech. Ich fürchte ja. Ja. Komm her. Was? Auf die Entfernung. Ich bin noch extra weit weggegangen. Menü. So. Mir doch egal. Na gut, dann gucke ich mich halt erstmal hier unten um. Was gibt's denn hier? Aha, Wasser. Ein weiterer Aufzug. Achso. Ein Implantat-Upgrade-Modul. Moment, aber das geht nur auf meine Bioenergie hier gerade, ne? Gut. Gehabt. Ey, hier raus. Nicht da unter dem Aufzug. Das wird vielleicht blöd. Aber den kann ich mal hier abziehen. Das Upgrade-Modul hätte ich gerne. Das ist mir tatsächlich ein bisschen Bioenergie wert. Was haben wir hier? Ein Datenkubus. Skywalker, okay. Sturmschrotflinte habe ich schon. Gut, Taschenlampe ist halt gerade nicht am Wasser, weil meine Reserven irgendwie weg sind. Aber hier hinten ist so dunkel, da ist doch bestimmt irgendwas. Also, ich könnte mir gut vorstellen, dass das eine Falle ist, dass man hier Energie abgezogen kriegt, damit man das Licht nicht benutzen kann, damit man nicht sieht. Ah, Luft, verdammt! Ich will hoch! So, halte ich mich eben noch ein bisschen mit der restlichen Energie. Okay, da war gerade auch nichts. Gut, vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Das ist mit der Luft war gerade echt blöd. Komm ich da raus? Ich will da raus. Ja, da wäre es gerade gegangen. Nee, ich mache jetzt folgendes. Ich schnappe mir erstmal das Implantat-Upgrade. Und upgrade mein Heilung? Nein, den Energiezirkulator vielleicht. Ah, das wäre vielleicht eine Idee. Damit kriege ich nämlich alles dann weniger. Ja. So, so ist gut. Dann nehme ich mir noch meine Zelle. Speichere eine Runde und hüpf darüber. Ich hoffe, dass ich irgendwas davon habe. Überraschung! Nein! Nö. Hat's ja voll nicht gebracht. So, nee, ich will da drüben nicht hoch. Das ist mir jetzt zu blöd, dass ich da drauf gegangen bin. Wenn ich hier auch einen Aufzug habe, den ich nehmen kann. Ist ja lustig, dass da so ein Implantat-Upgrade mit so einem, Man in Black versteckt ist. Finde ich gut. Mal was anderes, als es einfach irgendwo rumfahren zu haben. Und was da oben am Ende des Aufzugs auf mich wartet, oder auf uns wartet, das erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Tschüss!